Willkommen zurück zu SFS Tutorial. Heute schauen wir uns die Atmosphärenbremsung an, auch bekannt als Aerobraking oder Atmospheric Braking in Englisch. Ihr habt das Video vielleicht schon gesehen auf meinem Zweitkanal. Ich hatte eigentlich vor, dieses Video hier letzte Woche rauszubringen. Ich habe es ein bisschen verpennt. Ja, deshalb hier ja, auf Deutsch, dann könnt ihr das hier auch schauen, wenn ihr wollt. Grundlegend. Atmosphärenbremsung ist dazu da, um eine Raumsonde bzw. Raumschiff um einen Planeten herum zu verlangsamen. Und zwar mithilfe der Atmosphäre des Planeten. Setzt natürlich dann voraus, dass der Planet überhaupt eine Atmosphäre hat. Das ist so ein bisschen ähnlich wie die Gravity Assists bzw. Swing-by-Manöver, die auch genutzt werden, um eine Raumsonde zu verlangsamen. Diese können aber auch die Raumsonde beschleunigen, das heißt, das ist halt nur die eine Seite davon, aber im Grunde hat das einen ähnlichen Effekt. Ja? Und dann schauen wir uns einfach mal an, wie das Ganze funktioniert, und zwar hier im Vorgang. Das ist die Wikipedia-Seite, habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Wikipedia, Atmosphärenbremsung, und dann würde ich sagen, ich lese das hier einfach mal vor. Das abzubremsende Raumfahrzeug befindet sich zunächst in einer elliptischen Umlaufbahn. Die Periapsis, geringste Entfernung der Bahn, liegt dabei in einem Bereich der Hochatmosphäre des Himmelskörpers. Dann wird mit jeder Umrundung die Bahnhöhe der Apoapsis, weiteste Entfernung, verringert. Ja, wir fliegen durch die Atmosphäre und wir werden abgebremst und durch diese Abbremsung wird unsere Apoapsis verringert. Beispiel dafür Mars Climate Orbiter. Wir sehen hier eine Menge elliptische Bahnen. Am Anfang hatte der eine 15-Stunden-Periode, quasi 15 Stunden für eine Umrundung um den Mars herum. Dann einige Atmosphärenbremsungen später sind es 9 Stunden, dann 5 Stunden, dann 2 Stunden. Ja? Also man kann damit effektiv von einem hohen elliptischen Orbit in einen niedrigen, fast kreisförmigen Orbit übergehen und dabei extrem wenig Treibstoff verwenden. Ja? Und das ist im Grunde auch genau dasselbe Ziel wie bei den Gravity Assists, nur die sind dann halt eben auf unterschiedliche Sachen begrenzt. So, es gibt einen gewissen Unterschied zum Atmosphäreneinfang, Aero Capture. Dabei erfolgt die Atmosphärenbremsung der Einschluss von einer hyperbolischen Bahn in eine hochelliptische Umlaufbahn mit Hilfe der Triebwerke. Ja? Das heißt, dieser Absatz hier, wir werden ein Aero Capture durchführen, aber die Unterschiede sind gering, ja, die Gemeinsamkeiten sind halt, Periapsis ist in der hohen Atmosphäre, Apoapsis ist ganz weit weg, wir fliegen durch die Atmosphäre, Apoapsis wird verringert. Ob die Apoapsis dabei in einer Fluchtbahn liegt oder bereits im Einflussbereich des Planeten ist, das ist eigentlich relativ egal. Ja? Das heißt, dieses Video eigentlich Aero Capture und dann das Jupiter Tutorial Video ist dann auch Aero Capture, aber hauptsächlich dann eben die Aero Braking Manöver. Ganz genau. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber zu SFS und schauen uns an, wie das dort funktioniert. Ich habe hier eine kleine Rakete, ja, 61% Treibstoff, das ist dieselbe wie aus dem Erdorbit-Tutorial, also wirklich nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Wir beschleunigen einfach mal, sodass wir eine Fluchtbahn bekommen, wo wir aus dem Einflussbereich der Erde hinausfliegen. Und dann erhöhen wir das quasi, bis wir praktisch keinen Treibstoff mehr haben. Und das könnt ihr euch so vorstellen, als wenn zum Beispiel der Saturn hinzugefügt wird und dass ihr dann von dort zurückkommt. Ja, dann würde ich sagen, das ist ja das ist genug. Wir haben kaum noch Treibstoff übrig. Dann benötigen wir natürlich eine Begegnung mit der Erde, damit wir das hinzufügen können, damit wir das durchführen können. Es funktioniert natürlich mit allen möglichen Planeten, die eine Atmosphäre haben. Aber ich mache das hier einfach mal mit der Erde, weil wir natürlich wieder auf der Erde landen wollen. So, wir müssen ein bisschen
das da verändern und dann beschleunigen wir einfach mal die Zeit bis zur Apoapsis. Wir sind bei der Apoapsis angekommen, dann fokussieren wir mal die Erde und bringen dort die Flugbahn ein bisschen näher dran. Und ja, viel näher werden wir es, ah, doch, 50 Kilometer ist doch ganz in Ordnung. Und dann beschleunigen wir die Zeit, bis wir den Einflussbereich der Erde erreichen. Einflussbereich der Erde erreicht und dann verringern wir hier mal unsere Periapsis und ich empfehle euch, speichert das auch mal ab. Zum Beispiel Aero Brake, so, also die Abbremsung. Und ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal mit 10.000 Metern. Ich weiß, was passieren wird. Wir werden überhitzen und das ist eben einer der Probleme, die vorkommen können, wenn man eine Atmosphärenbremsung durchführt. So, zoomen wir mal raus, damit wir sehen können, was wir hier erreichen. Wir können ganz schön stark abbremsen. Die Apoapsis verringert sich sehr stark, aber der Hitzeschild ist geschmolzen und wurde zerstört. Das heißt, das war auf jeden Fall zu tief. Machen wir das mal deutlich höher, so 20,4 Kilometer Höhe. Und damit hätten wir auch das zweite Problem, nämlich wir verlangsamen nicht stark genug. Ja, also wir drehen uns auch hier wieder, genauso wie vorher, auch wieder rauszoomen. Diesmal haben wir kein Problem damit, dass der Hitzeschild irgendwie zu heiß wird. Wir verlangsamen auch, allerdings eben nicht stark genug. So, 4300 Grad Celsius haben wir erreicht. Und ihr seht, wir verlassen auch schon wieder die Atmosphäre. 27, 28, 29, 30. Und wir sind hier in einem Sonnenorbit gelandet. Was wir natürlich nicht wollen. Wir haben auch keinen Treibstoff mehr. Wir können dagegen nichts tun. Dementsprechend ist das auch nicht so gut. Ja. Und jetzt versuchen wir das mal irgendwie in die Mitte davon zu packen. Also irgendwie, ja, so 19. Etwa 19 Kilometer, 18,6, auch gut. Dann beschleunigen wir hier auch die Zeit und versuchen das einfach nochmal. Abkoppeln, drehen und dann rauszoomen, damit wir hier das sehen können. Der Hitzeschild heizt natürlich schon ganz schön auf, aber diesmal wird er nicht zerstört. Wir haben hier 5100, ja, fast 5200 Grad Celsius und wir erreichen eine elliptische Umlaufbahn um die Erde. Genau so. Und dann können wir das einfach nochmal machen und dann können wir auch wieder auf der Erde landen. Das war an sich jetzt ein Atmosphäreneinfang, ja. Keine Atmosphärenbremsung. Vom Prinzip her sind sie dieselben. Beim Jupiter werden wir auch einen Atmosphäreneinfang machen, aber auch eben Atmosphärenbremsung. Also, ja, ist im Grunde beides dasselbe. So, dann landen wir mal auf der Erde. Wir öffnen den Fallschirm bei 500 Metern und bei 200 Metern trennen wir den Hitzeschild ab. Der knallt auf den Boden, bonk. Und dann kommen wir zum Landeanflug. Und da sind wir zurück auf der Erde. Wunderbar. Wir haben natürlich keine Erfolge bekommen. Wir sind ja nur bis ganz weit raus ins All geflogen, wieder zurück zur Erde. Also, das ist vollkommen irrelevant. Wir sind aber zweimal in die Atmosphäre der Erde eingetreten. Einmal hatten wir die maximale Temperatur von 5143 Grad Celsius. Das war eben unser Atmosphäreneinfang bzw. unsere Atmosphärenbremsung.
Und das zweite Mal sind wir dann gelandet. 2424 Grad Celsius. Wunderbar. Und das wäre es so ziemlich mit der Folge. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben also die Atmosphärenbremsung bzw. den Atmosphäreneinfang. Die sind relativ ähnlich. Bei beiden fliegen wir durch die Atmosphäre durch, um abzubremsen. Die Periapsis muss in der Atmosphäre sein, die Apoapsis muss weit weg sein. Und durchs Abbremsen in der Atmosphäre wird die Apoapsis verringert, zum Beispiel eben in einen elliptischen Orbit bzw. in einen fast kreisförmigen Orbit. Man muss aufpassen, ja, wenn man zu tief in die Atmosphäre eindringt, kann es sein, dass der Hitzeschild verglüht, die ganze Rakete verglüht. Und wenn man das zu flach macht, dann gelangt man nicht in den elliptischen bzw. kreisförmigen Orbit, den man haben möchte. Genau, dann wäre es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!